Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich wollte irgendwie aus Gewohnheit Gothic 2 die Nacht des Raben sagen, aber das ist schon lange vorbei, also seit ein paar Tagen. Aber ich will hier Punkte sammeln. Kann ich von dem noch irgendwas looten? Ich kann da gar... Wie ging das nochmal? Irgendwie mit dem Tempo, beziehungsweise mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar. Hier, die Steuerung ist noch nicht so meins. Ich muss mich wieder zurechtfinden, wie das hier nochmal war. So, genau, da hatten wir noch irgendwie ein Viech gehabt. Und ja, ich habe jetzt die Schildis getötet. Tut mir auch echt leid dafür, aber... Ich brauche die Erfahrung. So, wie war denn das hier nochmal? So, 60 Punkte brauche ich noch. Muss ich gucken, wo ich die herbekomme. Da vorne ist ja so ein Viech, gegen das ich noch nicht ankomme. Aber ich muss auch irgendwie hinkriegen, dass ich die Ausdauer wieder geheilt bekomme. Da ist ja ein Gift dran. Also wir wurden vergiftet. Ansonsten weiß ich ja auch nicht, wie ich hier sonst anders zurechtkommen soll. Erstes, worauf ich hinarbeiten will, ist ja dort die Giftresistenz. Die ist mir sehr wichtig, beziehungsweise wenn ich jetzt nochmal ins Inventar gucke. Was ist das? Ring der Ausdauer. Zieh ich mal an. Teleport nach Adair, Teleport nach Redok. Der Held entgiftet seinen Körper. Warte mal, habe ich sonst noch irgendwas, was mich entgiften würde? Hier Jagdgeschick plus 1. Ich würde sowas sparen mittlerweile. Das hat mich Gothic gelehrt, dass sowas gespart werden muss. Was ist das? Verschiedene Waffen. Schwarzer Rober. Oder wird das nach einer Weile irgendwie auch so geheilt? Muss ich nur eine Zeit abwarten. Wäre schön. Aber ich weiß auch nicht, wie ich hier jetzt auch weiterkomme. Wir sind hier immer noch in Adair. Und Vanguard ist ja da in der Nähe. Das ist, glaube ich, die Kuppel da hinten. Die da. Da ist wahrscheinlich König Robert drinne. Der sich da verbarrikadiert hat. Aber aktuell habe ich auch null Plan, wie ich weiterkomme. Wie ich erstens das Gift loswerde. Und wieder, wie ich überhaupt hier erstmal wegkomme. Ich habe hier was übersehen. Krötenwurz. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ja, das habt ihr. So, ich will auch noch nicht gegen die Blutfliegen kämpfen, irgendwie traue ich mich da nicht. Die bleiben hier alle tot liegen, kann das sein? Die spawnen ja nicht. So, ah ja, da war ja genau das eine Lager. Ich
Ich würde gerne mal schauen, ob ich vielleicht auch so hier rum kann. Da vorne waren ja noch ein paar Orks. Irgendwo. Yo! Okay, so einfach. Nimm alles. 50 Erfahrungspunkte gleich. Okay, das war nice. Können wir erstmal auf Hirschjagd gehen. Und da haben wir noch ein Dodo. Nice, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Das kann man nicht looten. Aber den. Scavenger Eye nehmen wir auch mit. Da sehe ich was zum Einsammeln. Das brauchen wir auch. So, Goblin Bären, nice. So. Gucken wir nochmal. Goblinbären, glaube ich, konnten wir verspeisen ohne Probleme. Weil das, was Leben gibt, also was Leben und Ausdauer, ne, Jagdgeschick ist das. Okay, das war es nicht. Die müssen wir sparen. Da habe ich was verwechselt. Aber ich müsste das mal speichern. F5. Nee, das wollte ich nicht. Zur Not auf Schwert immer. Ah, Ruckel. Da haben wir wieder was zum Einsammeln. Ogerblatt. Sonnenkraut. Und Eisenhalm. Aber wie entgiftet man sich sonst? Außer mit Magie. Gibt es dafür Tränke? Kann man die selber herstellen? Da unten sehe ich noch einen Dodo. Ich habe den Highground. Also treffe ich den mit Sicherheit. So. Weil erstmal wieder mitnehmen. Und hier wieder alles mitnehmen. Ach komm schon. Wo fliegt der Pfeil hin? Er will mich doch... genau das. Wie viel bräuchten wir für die nächste Stufe? Ne, nicht hier. So. 7500 für die nächste Stufe. Hier haben wir erreicht. Scheiß drauf. Kann ich irgendwie sehen, wo meine Pfeile sind? Damit die wieder einsammeln kann? So, den Dodo erlegen wir.
Komm her. Ja. So, auch wieder alles mitnehmen. Heilwurzel. Alles erstmal einsammeln, aufbewahren. Banditen. F5. Immer vorsichtshalber speichern. Okay, unser Charakter, also hier, neu hier, der ist müde, der will schlafen. Aktuell habe ich auch keinen Plan, ob ich gegen die ankommen würde. Das, was mir Gothic gelehrt hat, immer nicht zu voreilig gegen irgendwas hier antreten, kämpfen. Die sind eh stärker. Immer dreimal überlegen, gegen was du kämpfst. Hier, die Orks wollte ich auch in Ruhe lassen. Hier haben wir noch ein paar Hirsche. Ah, da ist ein Doro gewesen. Okay. Ja, komm. So, nimm wieder alles. Haben die mir den Scavenger gekillt? Ah, ruckel. So ruckelt das Spiel immer so viel. Wer ist das? Warum sind hier so viele Wölfe? Ich höre wieder Wölfe. Hier sind sehr viele Wölfe meiner Pflanze. Aber der scheint Jens. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Welches Dorf? Welches Dorf? Also doch verlaufen. Wenn du auf dem Weg weiter Richtung Küste folgst, kommst du nach Kap Dun. Und was gibt es dort? Das, was es heutzutage überall gibt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kap Dun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Okay. Felle für Jens. Zeig mir deine Ware. So, bring verlorene Ausdauer zurück. Hier sind echt sehr viele Wölfe. Kann ich bei ihm einfach pennen? Eisenhalm, das nehmen wir mit. Truhe. Und das zählt jetzt nie. Ich hoffe, der hat mir jetzt nicht sauer, dass ich hier pennen gehe. Bis zum nächsten Morgen. Jagdbogen. Stand jetzt kein Diebstahl. Kopfnuss, eine gut gezielte Kopfnuss schickt jeden Gegner zu Boden. Ah, wir können eh alles nehmen, also nehmen wir alles mit. So, was ist in der Truhe drin? Nehmen wir auch wieder alles mit. Nehmen wir auch wieder alles mit. Und das ist Kap Dun? Kap Dun, tatsächlich, hier ist Kap Dun. Silas, hier. Hier sind wieder
Orks, aber... Mach ihr keinen Ärger, klar? Oho, ein neues Gesicht. Hi. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Hallo, ich Silas. Bin eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bafford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Bafford? Wer ist Bafford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Okay, und was machst du hier? Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Finde ich gut, okay. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Ich find's super, wie der hier hängt. Okay. Gamal? Hey, du. Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du jetzt noch? Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast einen Paladin an die Orks verkauft? Du hast einen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Was muss ich für dein Gold tun? Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins? Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Die Sachen des gefangenen Paladins? Ich bin mir noch nicht sicher, wenn, hier, warte mal, wo war denn das mit den... Hier, Ruf in Nordbar, Ruf bei den Orks, Ruf bei den Rebellen, Ruf beim Waldvolk, Ruf bei den Assassinen, Ruf bei den Nomaden. Ich weiß nicht, wie ich mich hier entscheiden soll, also... Also, ich habe eigentlich vor, hier, mich den, nicht den Orks anzuschließen, also... Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Wessen Haus ist das hier? Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Kann ich mit Uruk sprechen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Zu wenig rufen, Kapdun. Esiel? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Kannst du mir Alchemie beibringen? Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Verkauf mir deine Tränke. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Was willst du? Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Wo finde ich Heilpflanzen? Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Ich weiß noch nicht.
Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir hier gehen werden. Das ist Bufford. Okay. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Hast du hier das Sagen? Hast du hier das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Oh, der würde das machen, tatsächlich. Ich weiß aber noch echt noch nicht, in welche Richtung ich gehen würde. Wenn ich hier jetzt mal alles angucke. Benötigte Stärke. Ich habe bisher auch auf Stärke alles gemacht. Würde vielleicht auch wirklich wieder weiter auf Stärke gehen. Frage ist nur... Hier benötigte Stärke 300 für Regeneration. Ich weiß noch nicht. Also okay, ich würde vielleicht doch nochmal Stärke machen, aber warte, habe ich noch Gold? Wo sehe ich denn mein Gold? Das ist mein Gold, ne? Münze. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Sagen wir mal... Nur weiter so. So, 140. Man kann aber auch so viel hier lernen. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir stärken 140. 150 für den hier. Aber bis jetzt weiß ich echt noch nicht. Wasserfass. Ach so, kann ich einfach trinken. Will ich mich denen anschließen? Cyrus? An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich habe hier eine Flasche Schnaps. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Lass uns Banditen jagen gehen. Lass ich mal lieber. Das ist Deckard. Okay. Lagerfeuer. Kann ich mich hier einfach bedienen oder eher weniger? Wolfsfell? Hier. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt. Genau wie ein Dieb. Und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Hat er das gesagt? Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo. Immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett.
Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Wie erkenne ich euch? Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Okay, Phil? Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Als würde das sehen. Du warst nicht immer ein Schweinhirt, oder? Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Ne? Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Wann steigt die Revolution? Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kapdun anzugreifen. Javier schickt mich? Javier schickt mich. Javier? In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. 15 Gold erhalten sogar. Ich raffe gerade gar nichts. Was muss ich machen? Sklave? Was macht er da? Ich würde hier einmal noch mal kurz speichern. Wir haben jetzt mit ein paar Leuten hier geredet. So, aber ich gehe mal von aus, jetzt wo wir ein bisschen stärker sind, können wir vielleicht den ein oder anderen Wolf doch noch erledigen. Wie sieht das aus? 6190 von 7500. Zwei Wölfe. Hungriger Wolf. So. Nimm alles. Wie? Warte mal, denn... Wie soll ich jetzt an dessen Fell kommen? Kannst du mir das mal erklären? Wie soll ich an dessen Fell kommen, wenn ich die nicht... Es wäre gut, hätte er mir beigebracht, wie ich da zumindest an das Fell rankomme. Da sagt er nichts. So. Ich leg mich nochmal kurz hin. Ich spare lieber Heiltränke. Das sind mir ein paar zu viele. Ich glaube, gegen 3 komme ich nicht an. Da sind nur 2. 2 würde vielleicht noch klappen. Wenn ich nochmal kurz speichere. Ja, komm. Ich glaube, den sehe ich nie wieder. So, was war, welche Taste war das hier nochmal? Ne? Welches war der Questlog hier? Finde Xardas, finde alle Feuerkelche der Feuermagier.
Erlege die scheuen Hirsche. Wie viel wollte er jetzt haben? Fälle für Jens, der Jäger, Jacks Halunken, die Sachen des gefangenen Paladins, die Truhe des Alchemisten, Fälle für Jens. Warte mal, wie jetzt? Ich habe keinen Schimmer, was ich machen muss. Oder wie ich hier vorankomme. Geschweige denn, wieder geheilt werde. Zauberwurzel. Die tun mir jetzt nichts, nur weil ich hier bin, ne? Kann ja sein, dass ich ein Söldner für die Orks bin. Oh, da haben wir noch einen Dodo, den ich übersehen habe, aber ich bin gerade zu schwach dafür. Ich habe auch so das Gefühl, ich komme hier einfach nicht weiter. Wie haben das andere hier am Anfangsgebiet gemacht? Ich habe immer noch nicht bei den anderen reingeschaut oder so, wie die das gemacht haben, weil ich mich einfach nicht spoilern lassen will. Hoppala, nein, nicht springen. Ich verdrück mich immer. Warte mal, wie viel Fleisch habe ich jetzt? Für Dings, hier L. Ich glaube, ich muss nur 10 mitbringen, ja? Für wen war das jetzt? Bring das Fleisch der Spanische drüben im Osten und ich zeig dir ein paar Tricks. Mal, für wen waren jetzt die Kollege für Chris? Kann ich das wieder normal machen? Also hier alle. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!